Wir nehmen eine Vielzahl von Reizen tagtäglich in uns auf. Über die Haut, über den Mund, die Nase, die Ohren oder die Augen. Aber was bleibt wirklich hängen? Und wenn es hängen bleibt, was führt dann zu einer Kaufentscheidung? Unser Gehirn arbeitet sehr effizient. Wenn Sie diese Situation haben, dass ein Kind über die Straße rennt mit einem Ball, dann können Sie nicht lange überlegen, ob Sie nun rechts oder links ausweichen und irgendwelche Formeln berechnen. Nein, Sie müssen sofort entscheiden mit dem Unterbewusstsein. Sofort, das ist die Effizienz des Gehirnes. Von den 11 Millionen Bits, die wir jede Sekunde aufnehmen, sind alleine 10 Millionen Bits nur für das Visuelle. Wahnsinn! Unser emotionales Bewertungssystem selektiert diese Reize nach sinnvoll und nach nicht sinnvoll. Das heißt, es wird nur das gekauft, was subjektiv auch wirklich Sinn macht und wir auch bewusst wahrnehmen. Schauen Sie sich diese Einkaufsmail an. Auf der Zeile: Sie wollen shoppen, Kleidung, Schuhe. Was sehen Sie? Adidas, H&M, Calvin Klein. Alles andere wird ausgeblendet. Das Motiv ist Kleidung kaufen. Was passiert aber, wenn die Tüten schwer werden und die Arme lang? Sie haben ein neues Motiv, der Hunger. Und Sie werden nur noch wahrnehmen, dass Sie irgendwelche Brotbäckereien sehen, Pizza Hut, McDonald's oder vielleicht auch Chicken und Chips. Warum sind dann Motive einfach so wichtig? Motive sind deswegen wichtig, weil sie kulturell erlernt werden, weil sie in den ersten 7 Lebensjahren erlernt werden und weil sie durch unser soziales Umfeld geprägt werden, durch die Familie, durch Vereine. Jetzt war ich zu schnell. Bilder haben deswegen eine sehr große Bedeutung. Laut Neuromarketing sind Bilder der schnellste Weg zum Gehirn, sind sozusagen der Highway und haben dort die größte Haftwirkung und sind natürlich mitentscheidend für eine positive Kaufentscheidung. Besonders wichtig sind Bilder, wenn es um unsichtbare Technologien geht, wie die EMPT-Technologie von PST Products. Hier werden Materialien miteinander verbunden, die man bis dato nicht verbinden konnte. Aluminium und Stahl, Kupfer und Stahl, Glas und Aluminium. Alles unsichtbar, ohne Naht. Wahnsinn. Wie wollen Sie das Ihrem Kunden erklären? Hier mit einem Paradoxon. Wie soll das gehen? Auf der einen Seite wird gezeigt, dass der Reißverschluss, grob verzahnt, einmal ein gebürstetes Aluminium mit einem Stahl verbindet. Es zeigt ja genau das Gegenteil von dem, was Realität ist. Wieso? Ganz einfach. Die mikroskopische Aufnahme zeigt genau diese grobe Verzahnung. Und auf dem Cover von der Imagebroschüre haben wir genau diesen Reißverschluss auch eingesetzt in Verbindung mit dem Claim: Wir verbieten anders, nämlich nicht grob, sondern unsichtbar. Eine Anzeige in der Automobilindustrie zeigt hier die Rennpferde, die natürlich sofort auf den Ursprung der Automobilindustrie hinweisen, nämlich die Pferdestärke. Natürlich sehen wir hier auch eine kleine Anwendung. Und die Headline sagt: Auf das richtige Pferd gesetzt, so nach dem Motto: Haben Sie noch die richtige Technologie? Nun zeige ich Ihnen ein paar Instrumente, womit Sie auf Bildbotschaftssuche gehen können für Ihre Werbekonzepte. Übertreiben Sie, provozieren Sie, brechen Sie Regeln oder erzählen Sie eine Geschichte. Besonders Geschichten liebt das episodische Gedächtnis. Hier eine Firma, die Beheizungssysteme verkauft. Diese Firma wollte anders sein als ihre Mitanbieter. Kabel, Rohre, Leitungen, alle das Gleiche, sehen ähnlich aus, Farbe, Struktur ähnlich. Sie wollten sich von ihren Mitanbietern abheben. Sie sehen hier die Ergebnisse von der Bildsuche. Alle haben mit dem Thema Hitze zu tun. Und hier die Chili. Chili ist auf dem Cover von dem Wasser angetrieben. Sie wächst und gedeiht. Und was produziert sie, wenn sie reif ist? Natürlich Hitze und Feuer. Und auf der Umschlagseite, Rückseite sehen wir eine Chili, die wie eine Rakete abgeht. Weil das soll zeigen, wenn Sie mit uns arbeiten, dann werden auch Sie wie eine Rakete abgehen mit Ihrem Unternehmen. Auch ein Logo ist eine Bildbotschaft, nämlich die erste, die Sie überhaupt nach außen weggeben. Und deswegen auch hier ein Relaunch bei Ersatzteilprofi, die CNC-Steuerung ersetzen. Sie sehen dieses Ersetzen durch das P
und durch das F. Und der Clem tut das Ganze dann nochmal in Steinmeißeln sozusagen mit Worten. Bei der Bildsuche für die Imagebroschüre haben wir auch einige Dinge gefunden, ja, passend und nicht passend, man soll ja nicht bewerten beim Brainstorming. Zum Beispiel die notdürftig gepflegte Schallplatte oder die kaputte Brille oder der junge Mann, der künstlich zum Grün greift anstatt dem Toupet. Wenn Sie nun bei Bildagenturen auf Suchen gehen, schauen Sie, dass Sie lizenzfreie Agenturen haben und dass Sie eine Verschlagwortung haben, die passend ist. Das heißt, die Begriffe sind ganz wichtig, die Sie eingeben zum Suchen. Wenn die nicht richtig sind, bekommen Sie auch keine guten Ergebnisse. Hier sehen Sie das erste Konzept. Eine Gliederkette mit einem Glied, was in zwei Teile zerbrochen ist. Etwas ist kaputt und muss ersetzt werden. Die Gliederkette ist zweifarbig, zeigt damit auch sofort auf die Zweisprachigkeit hin. Bei dem zweiten Konzept sehen Sie, sind wir schon einen Schritt weiter. Hier wurde schon ersetzt. Das, was kaputt war, wurde ausgetauscht. Auch hier die Zweisprachigkeit wieder durch die farbliche Kodierung. Sie sehen, da wo Worte sich schwer tun oder sehr viel Zeit beanspruchen, können Sie mit Bildern wesentlich schneller zum Gehirn kommen, bleibt dort viel eher haften. Komplexes, Schwieriges wird auf eine einfache Art und Weise erklärt. Ganz ohne Text geht es natürlich nicht. Das wissen wir alle. Wenn Sie nachher noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.